Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Wicked hinein zurück bei Let's Play Pokémon Ultra Sun und Ultra Mond. Es wird Zeit, dass wir unsere. Mit unserer. Wie sagt man? dass wir einfach unsere Reise fortsetzen, okay? Ah ja, unsere Inselwanderschaft, ja. Dass wir unsere Inselwanderschaft weitermachen. Sauberkeit geht über alles. Als Hausmeister ist selbst meine Art zu kämpfen völlig sauber. Zuvor werden wir in der Stadt noch gegen weitere Trainer kämpfen. So, zum Beispiel gegen diesen Hausmeister Malcolm. Und natürlich dementsprechend hat er ein Unrat Tytox. Lass mich raten, sein nächstes Pokémon ist entweder ein Slimer oder ein Deponitox. Ah, komm, bei dem Level Deponitox. Ich glaube mal eher nicht. Alter! Mein liebes Amphira, ich muss schon sagen, irgendwie kommst du mir nicht so wirklich stark vor. Du hast dich doch eben vor nicht allzu langer Zeit entwickelt und trotzdem, ich weiß nicht. Du setzt dich nicht irgendwie so gut durch, wie ich es mir vorgestellt hätte. Na schön. Vielleicht dann gleich, naja, mit Ränkeschmidt anfangen bringt ihr jetzt. Naja, doch. Dann kann ich ein AP für Funkenflug sparen. Hätte ich auch schon von vornherein einsetzen sollen. Aber da muss ich dann jedes Mal gleich einen Treffer einstecken. Das ist ja auch wirklich blöd. So, jetzt mal Schluss mit dir. Du hast mich ja ordentlich weggeputzt. Oh! Was? Der Starter bekommt endlich seine vollste Entwicklungsstufe? No way! Da drunter Level 34! Epic, nice, Mann! Oh Mann, Silvaro! Alter! Ist er nicht euer Ernst? Silvaro, das Fallflügel-Pokémon. Die weiterentwickelte Form von Arboretos. Es legt seinen Federpfeiler an, um sie auf Gegner zu schießen. Muss ein Schuss sitzen, zieht es zur Konzentration an seine an einer seiner Kopfranken. Also ein Bogenschütze? Schattenfessel. Was denn das für ein Angriff? Oh, Moment, habe ich das jetzt richtig gesehen? Das Pokémon hat jetzt einen Typ, den Flugtypen vergessen, ist jetzt ein Geisttyp geworden? Schattenfessel. Der Anwärter greift das Ziel an und näht zugleich dessen Schatten am Boden fest, sodass es sich, dass es nicht entkommen kann. Soll heißen, es senkt den Fluchtwert des Gegners, hä? Das wäre cool. Tja, und es ist sogar ein physischer Angriff. Und ja, es ist physisch stärker. Das heißt, Unheilbühnentum wäre weg. Ist zwar schon eine geniale Attacke, um die Stats zu erhöhen, aber da ist die Chance nicht hoch genug dafür. Dementsprechend ist also Schattenfessel die bessere Attacke. Alter! Kleiner Tipp, mit der Attacke Aufbereitung lassen sich bereits verwendete Items recyceln. Wie sieht es jetzt eigentlich mit meinem Team aus? Ist es jetzt so gut wie voll entwickelt? Sie war. Ja, stimmt, Akup. Ja, aber ansonsten haben sie schon viele, haben sie schon über die Hälfte voll entwickelt. Und ein weiteres Teammitglied kommt ja auch noch dazu. Das darf man auch nicht vergessen. Ah, was sehe ich denn da Feines? Einen weiteren Herrscher-Sticker. Gefährderteil! 46 haben wir jetzt. Schon mal nicht schlecht. Bist du ein Trainer? Nö. Hey, du, da hast einen Augenblick Zeit. Na klar. Super, vielen Dank. Nenn mich einfach Styler.
Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber du und ich, wir müssen über deinen Trainerstil reden. Du weißt schon, über deinen Stil als Trainer, wie du Pokébälle wirst, deine Lieblingspose, wenn du einen Kampf gewinnst und so weiter. Ich war früher mal Choreograf und habe mir solche Posen beruflich ausgedacht. Aber mir fehlt immer noch ein Nachfolger, dem ich mein Wissen weitergeben könnte. Und da kommst du ins Spiel. Bitte, 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 fass dir ein Herz und werde mein Nachfolger. Na, fühlst du ein Mann seinen Wunsch? Komm schon, du musst einfach ja sagen. Ja, gerne. Super, endlich habe ich einen Nachfolger. Mach's am besten schon mal locker, denn ich starte gleich durch mit Lektion 1 meines Intensivkurses zum Thema Trainerstil. Also, es geht los, mein Lieblingsschüler. Mach einfach meine Bewegung nach. Wer sagt, dass ich nicht dein einziger Schüler wäre? Da kann ich auch nicht dein Lieblingsschüler sein. 1, 2, 3, 4, Stil beweisen wollen wir. Den lockeren Stil. Das ist ein Stil gemeistert, gut gemacht. Wenn du deinen Trainerstil ändern möchtest, brauchst du nur den alten Style anzusprechen. Das war's für heute, Leute. Ich weiß, du würdest am liebsten gleich die nächste Lotion des Intensivkurses absorbieren, aber gut, Stil will Wale haben. Komm wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung als Trainer gesammelt hast. Oh, mein Lieblingsstil, womit kann ich dir behilflich sein? Mein Trainerstil ändern. Lockerer Stil. Gut, dann leg ich gleich mal los. Stell dir vor, du stehst auf der Bühne im Rampenlicht. Hussa, hussa, hussa. So, dann haben wir dein Stil geändert. Echt jetzt? Und jetzt zieh weiter weit hinaus und Stil all die Show. Hahaha. Oh, hahaha. Ha, ha. Wortspiel. Oh. Gut, das reicht. Ab nach Hause. Slimer! Hey, du da, das geht nicht. Wir sind noch bei der Arbeit. Wusstest du, du wirst doch jetzt nicht kleinlich sein. Er will doch nur sehen, was wir machen. Ist doch nichts dabei. Okay, Pa. Chef, dann erkläre ich dir mal alles. An diesen Orten sammeln wir den gesammelten Müll, der in Alola anfällt. Dafür arbeiten wir eng mit unseren Pokémon zusammen. Wir Angestellten bringen den Müll zu Slimer und Slimer, den dann für uns fressen. Das Slimer unseres Chefs kann sogar bis zu 10 Tonnen an einem Tag verdrücken. Ja, wenn man überhaupt 10 Tonnen insgesamt zusammenkriegt an Müll. Tja, mein Slimer und ich arbeiten hier erst einmal nur auf Probe. Sag mal, ist das Inselwanderschaftsabzeichen? Ja. Als ich noch ein Kind war, habe ich mich auch an den Prüfungen versucht. Es war mir aber zu anstrengend, deshalb habe ich es irgendwann aufgegeben. Weißt du etwas? Mein Slimer sieht aus, als hätte er ein bisschen zu viel gefuttert. Wärst du so gut, ihm im Kampf bei der Verdauung zu helfen? Gerne. So lobe ich mir das. Lass uns anfangen. Hat er auch Slimer gesagt oder habe ich Slimer verstanden? Ich sehe nur einen Slimer. Nee, es war eindeutig das Alola Slimer. Oh mein Gott. Ein altes Teammitglied von Pokémon Sonne und Mond Let's Play. Das waren noch Zeiten. So, gleich mit Ränkeschmied anfangen, dass es von vornherein besser draufhauen kann. Eine Giftattacke? Bist du denn des Wahnsinns? Komm schon. So macht man das. Feuer frei. Ah. Och nö, jetzt kommst du mir auch noch mit so einem Kack. Na komm schon, mach es fertig, bitte. Och nö. Dann kommt der verdammte Effekt, jetzt kommen wir mal das. Und der erhöht natürlich gleich drauf hin. Bis ich es überhaupt nicht mehr treffe. Oh, doch, doch noch getroffen. Nice. Hat sich Schluss mit dir. Puh, das muss ich gerade auch erstmal verdauen. Hehe, ich habe nichts anderes erwartet. Ziemlich beeindruckend, Jungchen. Unglaublich, du hast das Lamm des Chefs einfach. Krieg dich wieder ein, du bist als nächstes dran. Oh mein Slimer und ich, wir schaffen das niemals. Jetzt reiz aber, so warst du schon als Kind. Sobald es ein bisschen kniffig wird, schmeißt du gleich alles hin, so bei den Prüfungen. Und so jemand nennt sich mein Sohn? Weißt du eigentlich, wollte ich dir meinen Platz hier überlassen, aber solange ich mir solche Sorgen um dich machen muss, geht das einfach nicht. Aber Papa, Papa. Okay. Jetzt werde ich nicht mehr weglaufen, sondern alles geben. Lass uns kämpfen. Ja, auf zum Kampf. Ich werde endlich erwachsen, du wirst schon sehen, Chef. Lass es mir noch nicht verheimlichen, dass das dein Papst ist. Außerdem
Du bist doch sogar ein Ass-Trainer. Du hast sogar einen Hyperball für deinen Slimer. Wie ich einfach so locker und lässig den Ball hinschmeiße, sieht auch irgendwie lustig aus. So, jetzt hältst du doch aus, komm. So, zeig's ihm, mach ihm fertig. Also zeig's, mach es fertig. Und tschüss. Papa, ich habe wirklich alles gegeben. Immerhin hat er überhaupt alles versucht. Flex nochmal! Sohn, du. Es tut mir leid, ich talk einfach zu nichts. Du bist eingestellt. Hä? Papa? Nicht Papa, sondern Chef, du bist eingestellt, sage ich. Und zwar nicht als Angestellter, sondern Chef, verstanden? Was? Bisschen mutig, Trainer als ich. Alles, was ich wollte, war, dich in der Zlammer so kämpfen zu sehen wie eben. Ihr habt alles gegeben und deshalb will ich, dass ihr meine nachfolgende Firma antretet. Vielen Dank, Chef. Ehemaliger Chef. Das ist meine Ehre. Hey, tut mir leid, dass du da so kleinen Familienzwist verwickelt wurdest. Als ich dein Insel-Anschaffsabzeichen gesehen habe, hat es bei mir Klick gemacht. Hier nehmt das als Entschädigung. Zwar verbogen, aber kein Müll. Komm, Löffel. Für Psycho-Attacken, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt, wo ich einen neuen Chef ernannt habe, bin ich jetzt gleich viel beruhigter. Wir werden uns auch weiterhin um den Müll von Alola kümmern. Ja, Papa! Gute alte Vater-Sohn-Beziehung. Und das sind die beiden auch. Oh, hey, hallo! Alola, wie geht's? Wusstest du, dass die Slime in Alola eigentlich aus einer anderen Region stammen? Deshalb nennt man sie auch eingewandelte Pokémon. Und weil es in Alola zu wenig Schlamm für sie gibt, fressen sie stattdessen Abfallen. Da sie die Giftstoffe, die sie über die Nahrung aufnehmen, in Körperinneren konzentrieren, riechen sie weniger streng als ihre Altgenossen. Doch nimm dich vor den Kristallen in ihren Körper nach, diese sind nämlich extrem giftig. Danke fürs Zuhören, dir ein kleines Geschenk. Ein Freundesball. Ja, damit steigt die Sympathie gleich an bei den gefangenen Pokémon. Versuch dein Pokémon das zu verständigen, das wir Rotom sehr erfreuen. Ein Blick aufs Heute Meer und alle meine Gedanken sind wie weggeblasen. Es ist ein wenig wie im Dunkelnebel, der hebt alle Kaffee alle Statusveränderungen auf. Das ist wahr. Wer bist du? Was willst du von mir? Das ist alles, was er sagt. Unnützer NPC, wie es scheint. Ohne jegliche Bedeutung. Naja, wird er noch sein. Ein Nugget hier einfach mal herumliegen. Boah, wenn man so einfach an Gold kommen könnte, das mindestens 5000 wert ist. Auch wirklich 5000 Euro. Alter Schwede. Das wär's noch. Na schön. Haben wir hier jetzt erstmals unseren Spaß gehabt. Wir könnten da auch wieder etwas verkaufen beim Pokémon Center, wenn wir schon dabei sind. Und dann wird es Zeit, dass wir endlich mal unsere Inselwanderschaft mit unserer Inselwanderschaft weitermachen. Hey. Naja, bitte sehr. Es ist nur zu schade, dass mein letztes Teammitglied nur in der letzten Insel zu finden, sowohl auf der letzten Insel zu finden ist, als auch gleichzeitig sie eins meiner Teammitglieder auch nur dort entwickeln kann. Also er seine vollste Entwicklungsstufe erreichen kann. Naja, aber so ist das halt. So, dann verkaufen wir mal wieder was. Oder brauche ich. So, hier mein Nugget und vor allem brauche ich sowas wie X-Tempo überhaupt nicht. Also das kann ruhig verkauft werden. So, mehr kann ich nicht erblicken. Sieht nicht so aus, als wäre noch was von dem Zeugs. So,
So, in schöner Reihenfolge. Ja, wir haben ja auch die TM fliegen erlernt, aber... TM, weil es war früher eine VM. Kaum zu fassen. Wie sich die Dinge ändern von Generation zu Generation. Ich bin echt schon gespannt auf die 8. Gen, was da so Schönes hinzukommt. Noch dazu wird es auch immer auf der Switch kommen. Oh Mann, in schönen HD. Aber ich muss auch zugeben, was jetzt aktuell schon für Switch kommen wird an Pokémon, diese neuen Spin-Offs, das wie Pokémon Go, das Fun-Prinzip von Pokémon Go haben wird, aber sich eher spielt wie ein Remake von der ersten Generation, das sieht an sich ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob ich das wirklich mir mal kaufen und noch Let's Playen möchte. Ich werde das dann schon noch sehen. Aber ihr könnt natürlich in den Comments posten, ob ihr da ein Let's Play von Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli auch noch sehen wollt. Da werde ich wahrscheinlich, denn wenn dann zum ist, dann werde ich natürlich auch die Evoli-Variante nehmen. Weil Let's Go Pikachu kommt eher ein Remake von Pokémon Gelb nahe und ja. Ich finde Let's Go Evoli klingt schon besser. Die Pokémon Gondolola würde ich nicht unbedingt als zutraulich, sondern eher als temperamentvoll bezeichnen. So? Na gut, jetzt geht's endlich weiter. Auf nach Route 10. Hallo, mein Kind, du bist auch ein Trainer auf Inswanschaft, nicht wahr? Ich hätte eine kleine Bitte. Ich helfe gerne. Dann erkläre ich dir mal, worum es geht. Route 10 ist ziemlich weitläufig. Genau der richtige Ort, um uns Pokémon mal ein wenig Auslauf zu verschaffen. Meine Valores, sie kriegen in letzter Zeit nämlich viel zu wenig Bewegung. Also lasse ich sie schon mal aus ihren Pokébällen, damit sie sich hier austoben können. Doch sie hätten längst zurück sein sollen und... Langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen. Ich will sie ja suchen gehen, aber in meinem Alter ist es alles nicht so leicht. Wenn du hier in der Gegend auf eins meiner Velosi stößt, musst du ihnen dann sagen, es soll zu mir zurückkommen. Meine Kleinen sind manchmal recht frech, aber sie sind auch sehr schlau und haben ein gutes Näschen. Die finden dann also schon ihren Weg zu mir. Willst du mir helfen, ihre Route 10 auf meine Velosi zu suchen? Aber gern doch. Meine 8 Velosi müssen hier irgendwo stecken. Ja, das kennen wir auch schon. Die werden Lucy alle finden. What the? Okay, davon sprach man. Oh, das ist ein Tanzer. Ich dachte, das wäre ein Vogel-Pokémon, ein temperamentvolles. Aber nee, das ist einfach mal ein Tanzer, das mich anspringt. Aus dem Baum. Weiß ich nicht, ob ich... Nö, lass komm. Na, dann würde es natürlich nur in mein Team einnisten, unnötig, und der Platz ist eigentlich für ein anderes Pokémon reserviert. Ich will gerade nichts Böses anspazieren, als beim Pokémon vom Baumkopf fiel. Ob das für Glück bringt? Nee, ich glaub mir nicht, mein Freund. Vor allem, wenn es einen direkt anspringt. Ariados. Sehr interessant. Aber komm, ist keine Zeit für sowas. Ich glaube, ich sollte meinen Schutz wieder verwenden. Sollte man in Peborn wieder einsetzen? Mit diesen Bzzzt! Pokémon hat jetzt im Kampf mehr Erfahrungspunkte. Okay, sehr schön. Okay. Das hätte ich auch mal nutzen sollen. Na, dann wie auch, wie dem auch sei, wo ist es doch mal mein Schutz? Da. Da müsste es irgendwo sein. Zwei Sonderbonbons habe ich bereits. Das ist interessant. So, Schutz, komm. Wo ist der Schutz, bitte? Achso, Medizin, bei Medizin bin ich gerade. Ah, hier. Hier müsste der Schutz irgendwo sein. Ah, hier. Na, wenn, dann erstmal Superschutz. Topschutz später dann. So. Hallo. Oh, es brennt, bin ich zur Stelle. Ein Feuerwehrmann. Und was für einer? Octillerie? Ja, da war ich gerade vom Feuer reden.
Ich glaube, da habe ich das falsche Pokémon am Start dafür. Akup, du bist ja schon eher geeignet, mein Freund. Los! Zeig's ihm. Du hast gesagt, der Blubsturm hat dir nicht zu viel Damage. Ah, naja. Okay, Funkensprung. Ja, ist ja schon das, als erstes angreifen. Schon mal nicht schlecht. So, bitte jetzt kein Crit, ja? Sehr schön. Bitte nochmal zuerst anfangen. Yes! Zack! Und weg mit dir! Oh! Tatsächlich! Das Feuer, das mir brannte, ist erloschen. Spezielle EP! Das finde ich nice. Als mein Remoraid sich zur Artillerie entwickelt hat, war ich erstmal von den Socken. Diese Welt erstaunt mich immer wieder aufs Neue. Hm. So ist nun mal die Welt. Sie ist ja oh nein, 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 lass mich doch in Ruhe. Noch ein Tanzer? Oder was kommt da jetzt? Ja, tatsächlich noch ein Tanzer. Sei doch nicht so lästig und lass mich doch in Ruhe. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Tut mir leid, Kleiner, aber... ich bin ziemlich beschäftigt. Oh, da war ein Velo, hat sich ein Velosi versteckt. Dahinter versteckte sich tatsächlich ein Velosi. Okay. So, hier kann man wieder ein paar Bären pflücken. So. Und da ist noch eins. Zurück mit dir zu Frauchen. So. Hm. So, wo ist denn das? Malasada. Ja, nur Statusproblem, Heilung. In vielen verschiedenen Formen, aber die steigern noch zusätzlich besser die Sympathie, wie dieses Herzkonfekt. Boah, besser geeignet sind natürlich die normalen Tränke. Habe ich aber auch eine Limonade irgendwo? Na komm schon. Da, Limonade. So. Schon besser. Träger des Investorschaftsabzeichen, dein Team sind mir welche Chef aus. Das Investorschaftsabzeichen, dein Team sind mir topfit aus. Voll verschwendet. Hätte ich vorher gewusst, dass die eine Schwester Joy ist. Och. Von einem Problem zum nächsten. Jetzt kommt das nächste Tanzer. Jetzt ist mal Schluss. Ach nein, ein Ibitag. Das ist was anderes. Ei. Jetzt ist mal Schluss hier. Flex lässt die Pokémon von den Bäumen. Ah ja, das ist Nummer 3. Wenn ich mir nicht verzählt habe. Was natürlich durchaus leicht passieren kann. Und du? So ein Bus kann auf Einschlag eine ganze Gruppe von Menschen transportieren. Dafür bräuchte man einen Reiter von Taurus, was aber sicher ein toller Anblick wäre. Oh, hey, da ist noch eins. Hat sich hinter dem Schild versteckt, der kleine Schlingel. So, hier wäre schon eigentlich mein Ziel, aber... oh. Der Polizist hier. So, das ist ja die Nummer 5, aber da fehlen mir noch welche. Fehlen mir noch insgesamt 3 und ich wäre schon so gut wie mein Ziel angelangt. Oh, und da ist auch noch Team Skull. Na, klasse. Und ein weiteres Pokémon, das einen anspringt. Vom Baum. Kannst du denn ernst, was haben diese Pokémon nur? Aber, ey, Moment. Ein Polizist ist direkt in der Nähe. Und der beschäftigt sich tatsächlich nur mit Trainerkämpfen, während Team Skull hier... herumwütet. Gesuchte Verbrecher. Alter,
Du machst deinen Job überhaupt nicht gut. Tatü, tata, die Sirene kann ich ganz gut, oder? Pokémon kennen wir übrigens auch. Ja, aber deine Arbeit? Gar nicht, mein lieber Freund. Team Skull ist direkt ein paar Meter von dir entfernt und du greifst sie nicht an. Was ist denn dein Problem? Dein Bedroher bringt dir gar nichts. So, reingeschmiert und dann... Ja, vielleicht hätte ich lieber erstmal Toxin einsetzen sollen. Und dann, ist auch egal. Jetzt wird das Vieh noch schneller. Ja, Toxin und dann Giftschock, weil das verdoppelt ja die Wirkung von Giftschock. Immer mit Bodycheck. Ja, da war es schon fast verschwendete Runden, die ich gemacht habe, weil ein normaler Giftschock hätte auch, also ohne Ränkeschmidt hätte auch der Giftschock ausgereicht. Weil so ist es schon Overkill gerade. So, Level 35 für einen Vierer. Sehr schön. Und Lasho King auch schon Level 38, oh mein Gott. Alle Achtung, du bist viel mutiger als ich. Das sehe ich, mein Lieber, das sehe ich. Ich würde gerne Taurus für Polizeieinsätze ausbilden und ihnen dann Sirene aufsetzen. Na, okay. Das wäre schon lustig mit anzusehen. Das wäre schon was Cooles. So, Nummer 7. Zurück mit dir zur Frauchen, du frecher kleiner... freches kleines Schlitzohr, du. So, wo ist der Letzte? Oh, was? Ist diese Trainerin tatsächlich am... Bin ich an der Trainerin tatsächlich vorbeigekommen? Ich habe sie noch nicht mal sehen können. Na gut, das ändert sich jetzt. Hallo, Mädel. Interessierst du dich für mein Pokémon oder interessierst du dich nur für mich? Was soll denn diese Frage? Warti, Wäre schon cool, wieder so als Teammitglied zu haben, Ampharos. Puh, das war noch Zeiten, ne? Gute alte Zeiten. What the? Elektroball? Du bist mir ja einer. Kein schlechter Angriff. Wollte denn, wenn du schneller wärst. Aber das hier ist noch besser. Hehe. Wie lange hält wohl diese EP-Schub an? Du nervst. Wow. Ganz schön abgeblitzt. Niedlich sind für mich alle Pokémon, die einen niedlichen Namen haben. Warti? So, wo ist das letzte Valusi? Es fehlt noch eins. Da! Da bist du, du kleiner Schlingel. Zurück zu Frauchen. Los, 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 los. Wirst du wohl. Ja. Alle Valusi sind wieder bei ihrem Trainer. So, du heißt jetzt mal schnell meine Pokémon. Wird Zeit. So, und dann erstatten wir mal Bericht. Oh, die rote Kraft ist abgeklungen. Ja, nochmal bitte. Ich hoffe, wir bekommen danach nochmal so einen Bonus. Ich muss halt nur auf das Glänzen der Augen von Rotem achten. So, bitte sehr. Oh, da bist du ja. Meine Lucy sind alle wieder da. Das habe ich nur dir zu verdanken. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Damit hast du mir wirklich einen riesen Gefallen getan. Zeig mir der Dankbarkeit, schicke ich dir ein Muskelband. Ein Muskelband? Und 15.000, ui. Sitze ich süß und zugleich so stark und fancy. So müssen Pokémon sein, oder? Ich liebe meine Velocity über alles. Nice. Okay, liebe Leute, damit würde ich sagen, war es das. Und den nächsten Part werden wir mal
Team Skull wieder auf den Zahn fühlen. Und ja, wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ihr seid gespannt, klickt da rein. Oh ja, Crush Rollif geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ultra Sun Ultra Moda. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!